Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Pulitzer irgendwo da hinten. Hallo. Ja, das Spawn-System hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder ich war einfach zu blöd. Hallo. Ich hab beim letzten Event, wo es die 50% gab, das schöne Ding hier gekauft. Wir haben gerade schon mal versucht aufzunehmen, es hat nicht funktioniert. Das ist eine Lüge, es hat funktioniert. Ja, okay, bei dir hat es funktioniert. Ich bin leider instant geplatzt. Das Gerät hier ist absolut nichts für Vietnam. Oder Vietnam ist absolut nichts für mich, je nachdem wie man es dreht, ne? Ja, hat nicht so ganz geklappt, aber... Ich weiß nicht, ob du mitten am offenen Feld besser bedient bist. Nee, eigentlich bin ich mit dem Ding am liebsten in der Stadt. Oh, verdammt, es geht schon los. Penner. Scheiße, ich habe nicht gesehen, wo er steht. Ah, da. Verdammt, den jetzt. Oh, bitte. Ah, verdammt. Okay, ich verstehe nicht, wie der so schnell da sein konnte. Wo stand der denn? Oh. Ja, Mensch. Wie geht das? Der war ja schon auf unserer Seite vom Wald. Ist der Wald mittig? Ja, aber. Nee. Da ist doch das kleine. Das Dorf ist mittig. Kacke. Da habe ich. Jetzt bin ich auch umgespawnt. Okay, ich glaube, ich hatte auch nichts ausgewählt. Wobei, spawnt man immer beim gleichen, wenn man nichts anderes auswählt? Also. Wenn gar nichts ist, keine Ahnung. Kann auch komplett random sein. Okay, von da drüben wird schon rumgeballert. Gott, ist das echt. Das ist auch schon wieder so eine Grütz-Map für das Ding. Kannst hier im Wald auf die Pirsch legen. Mhm, fällt auch nicht auf so eine Riesenbox, ne? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, an was meine Raketen detonieren. Und wenn man die zu nah zündet, geht man selber hops. Klassische Fehlkonstruktion. Ja, ist ja auch keine Art hier, ne? Ich finde die Map so langweilig. Ja gut, das ist halt relativ leer, ne? Ohne drei Punkte. Ja, so sinnlos. Okay. Der Jagdtiger wird beschossen von links. Gucken, ob ich jetzt eine Seile kriege. So. Gucken wir mal, ob wir den Schützen finden. Ach, Scheiße. Das ist ja eine einzige Hecke. Na gut, wenn ich den nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Oh, übers Feld. Rechts. Oh, das war dumm. Das war saudumm, du bist tot. Ja, links war halt auch schon wieder so ein Armex. Oh, ich bin tot. Boah, das ist doch ein Witz, ey. Nur weil die Gun Depression von dem Ding unter aller Sau ist, sterbe ich jetzt. Ja, okay. Das Spiel sagt einem eindeutig, heute ist nicht dein Tag. Tag. Oh, ich glaube, ich bin raus. Ah, nee, bin ich nicht. Hä? Wie geht das denn bitte? Ist irgendwas gestorben, was du angeschossen hast? Ich hab auf gar nichts geschossen. Jagdpanzer oder der Jagdpanzer 4-5. 4-5 ist schön flach, also den kannst du gut gegen hacken. Den kannst du knicken. Hm? Gut gegen hacken. Oder gut hinterhacken. Den könnte. Ich bräuchte so eine hüfthohe Hecke. Dann könnte ich den gut verstecken. Bräuchte eine hüfthohe Hecke, dann kann ich den verstecken. Oh mein Gott, was. Ach du Scheiß, geht's. Ja, ich habe auf der Arbeit momentan nicht so viel zu tun. Ich bin nicht ausgelastet. Wow! Also. Wenn ich heute noch einmal von einem Amix 13 einfach geone-shottet werde, glaube ich, springe ich aus dem Fenster.
Wo stand denn der? Der ist tot. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Ach so. Mhm. Darfst du nochmal rein? Ja, ja, hab einen Gutschein für das Ding. Was war los, Alter? Ja, Leute, ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Falls nicht, bitte in die Kommentare schreiben, wer hoch, wer runter. Also, wer oben sitzen will, ne? Und was hat der vom Beatbox, Mann? Wir sind ziemlich zerlegt worden, ne? Ach, Quatsch. Ist noch kein einziger Gegner raus. Ich glaube, auf mich wurde auch gerade geschossen. Ich habe noch nicht gesehen, von wo. Ich glaube, von vorne direkt. Ja, ich fahre jetzt mal ein paar andere Wege. Du musst aufpassen, auf der Straße bei 4, da stand was, als ich noch gestorben bin vorne. Ah, ja. Oh, da ist ja was. Habe ich gar nicht gesehen. Kuckuck. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Muni... Ah, scheiße, der ist noch weggefahren. Hoffen wir mal, dass die Muni nicht komplett scheiße ist. Wo? Na. Wenn du mir schießt, sehe ich es eh. Irgendwo da. So, ich bin eine Hecke. Hast du ihn getroffen? Ich habe noch nicht geschossen, weil ich nicht mehr weiß, wo er ist. Das ist schlecht. Das ist halt so ein leichter Hang und da ist er gerade wieder rückwärts abgetaucht. Ach, Kacke. Da hinten ist noch was. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation. Oh, da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da ist schon wieder ein AMX. Wo? Wieder auf dem Feld, oder? So, mein Freund, schieß ruhig. Kein Problem. Scheiße, ey, ich krieg den nicht gepennt. Ich hoffe jetzt mal, dass er keine Freunde dabei hatte. Ich fahre dem jetzt einfach mal nach. Scheiße, wo ist denn jetzt schon wieder hingefahren? Ah, da. Joa. Geht doch. Wo willst du? Links oder rechts? Haben wir gerade zwei Frontkrieg aufgemacht. Oh, ich habe ihn gesehen in dem Moment, als er mich gekillt hat. Komm, gib mir ein Flugzeug an die Hand. Den hole ich mir. Scheiße, geht nicht. Ja, so ein bisschen spotten wäre nicht schlecht. Ich wurde ja auch gerade beschossen, ich weiß aber nicht, ob der Gegner... Ah. Na gut. Also ich bin quasi raus, ich muss schon wieder mit dem Coelian rein, das ist... Nein. Ich helfe dir. Kommen die überhaupt an? Was machst du denn gerade? Ich schieße in deine Richtung. Also, mal ganz ehrlich. Also dafür, dass das so ein riesen Pappkarton ist, hält der extrem viel aus. Ja, okay. Du hättest es nicht sagen sollen. So, jetzt kommt die OP-Flak schlechthin. Wie ist dieses Meme? Gibt's auch Meme für genau solche Situationen. Was? Großmaul und dann sterben? Nein, nein, irgendwie steht halt irgend so ein Verkäufer neben einem Fahrzeug und irgendwie und haut drauf. Scheiße, was ist denn jetzt? Ich weiß, wo das Fahrzeug dann zusammenbricht, meinst du? Was? Du meinst, wo denen die Räder zusammenknacken? Ja, das ist halt mittlerweile ein sehr bekanntes Meme. Fuck, jetzt wollte ich gerade auf das Flugzeug schießen und gucken. Da steht irgendwo nur so 100 rum. Ja, ganz hinten. Da, wo du vorhin gestorben bist.
Ach so, ich hab's ja auch gefunden. Das ist ja echt ein tolles Map-Design, wo man im Spawn gekämpft werden kann, ne? Das ist komm, third time is a charm. Das erste haben die Zuschauer eh nicht gesehen. Jetzt wird's eine Stadt. Boah, bis ich den Kugelblitz habe, jetzt noch ein Jahr dauern auf dem Battle Rating, ey. Ready. So, es geht direkt los. Ist ein gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Du kannst ja zu B fahren. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Das Ding hat nämlich kein Entfernungsmesser in seinem Scope. Das hat nach links und rechts diese Gradanzeigen, aber nach unten hat es keine Striche. Puh, ne? Läuft! Aber vielleicht kann ich mich bei B irgendwo hincampen und dann... Bestimmt. Ja, es wird schon. Ist auch überhaupt nicht hoch, das Ding. Es geht. Na gut. Im Vergleich zum Panther 2 oder so ist es echt nicht hoch. Wäre hier so ein Tiger. Es sieht auf den ersten Blick echt riesig aus, aber es geht. Fast so hoch wie du. Andersrum, du bist fast so hoch wie der Panther. Tiger. Oh mein Gott. Mensch. Guck mal, Leute, das ist der komische Schuhkarton. Damn. Ich hab ein viel eindrucksvolleres MG als du. Lass mich. Naja. Friss Staub. Es wäre so geil, wenn Friendly Fire die Raketen zünden könnte. Ja. Hast du überhaupt getroffen? Nein, ich habe drüber geschossen. Falls es tatsächlich... Nein, warum sollte es denn gehen? Keine Ahnung. Nicht mal Gegner können dieses Ding hier Ammo racken. Die Frage ist tatsächlich, ob das überhaupt gehen würde. So realistisch gesehen. Wahrscheinlich schon. Ja, wenn du genug Druck und Hitze auf den Sprengstoff anbringst, schätzt schon. So ein Heat wahrscheinlich, vielleicht ja. Nicht. Lässt du mich noch mit cappen, oder? Ich fahr nicht in den Cap. Bin ich bescheuert. Nicht? Ey, aber du könntest für mich smoken. Oh, da fliegen schon die ersten LTGMs. Vielleicht hat sie einer nicht mitbekommen und fährt meine Party rein. Ah, da hinten fährt schon was. Den habe ich gesehen. Warum kann ich den nicht spotten, ey? Ich habe doch drauf gedrückt. Man muss mittlerweile direkt drauf. Und ach, klappt aber auch nichts. Ja, ich weiß, du weißt jetzt, wo ich bin. Fick dich. Von wo denn? Da. Ich hoffe, dass das stärkste Haus aller Zeiten ist. Stimmt. Ich bin doch Kippen gefahren. Ich krieg die Krise, ey. Und ich habe mich nicht getraut. Wahrscheinlich platze ich trotzdem als erstes. Das ist halt voll kacke mit meiner Muni hier. Ich kann hier nichts machen. In dem Gestrüpp. Ich stehe hier vollkommen falsch. Ich warte eigentlich nur drauf, dass ich irgendwo mal was zeigt. Das ist ja irgendwie schwierig hier in der Map. Okay, das ist uncool. Hier links von mir ist irgendwo ein T92. Ja, den habe ich gerade gesehen. Nee, kein T92. T92 sind die kleinen, ne? Ja, ja. Oh, oh. Alter, okay. Die war nah. Den da, den hätte ich jetzt auch gerne gekillt. Da ist ein... Oh, ich hab die nicht gesehen! Warum sagst du denn nichts?
Oh Mann, ey, es klappt heute nix, Alter. Nix. Boah, Forts, wenn ich dich zur Rache so fertig mache, ey, du bist so weinend, Alter. Ah, ich hab ihn. Einen Kill. Wenigstens einen. Uah. Was? Ach, Leute. Guck mal, was mich getötet hat. Ah, heute ist verflucht. Ja, hast du dein Tellerchen nicht aufgegessen? Ja, ich glaube es auch. Oder das ist der freundliche Hinweis, dass wir bei den Franzosen weiterspielen sollen. Ey, aber Leute, ihr seht mal wieder ein Jet. Ach du, jetzt kommt irgendwo hier eine ITGM. Zack. Ich kann bei dem leider noch überhaupt nicht einschätzen, wie der sich abfangen lässt beim Sturzflug. Ist doch mal. Ja. Also ich gucke jetzt auf jeden Fall, dass ich mir den Arm X hole. Egal wie. Ah, da ist einer, aber den kann ich so nicht angreifen. Oh, doch, kann ich. Hab ihn. Ah, war das sogar der mit den Raketen? Fahrermotor. Bam. Immerhin was getroffen. Guter Tag. For real? Als die 30er von dem Ding streuen wie bescheuert. So, ich fahr jetzt mal über offenes Feld, mal gucken, was passiert. Wird sicher super. So, ich suche mir jetzt ein schönes Feld und lande die Kiste. Warum? Der halbe Flügel fehlt und das ist für ein Jet echt blöd. It's better to burn out than fading away. Ach nee, warum knickst du jetzt schon wieder so weg? Fahrzeug. Ach, wie droppt das Zeug? Ich kann's nicht einschätzen bei der Dreckskiste. Krass, so hoch muss ich schießen. Was meinst du? Oh oh. Oh, der guckt mich. Ah, der hat mich nicht gesehen. Lichtschütze, Ladeschütze, so, dich zerlege ich jetzt, du Schweinchen. Motorkühler, Kraftstofftank. Komm, jetzt Platz halt. Naja, gut. Abschlusshilfe zu. Ah, sind hier schon wieder viele Flugzeuge. Ich hab noch keiner entdeckt. Und ich stehe immer noch mitten auf dem Feld. Oh, da ist noch einer. Oh, das ist ein Skorpion. Okay, das war jetzt komplett vorbeigeschossen. Ich hole nicht mehr. Ein Nahkampf. Ich verdiene mich hier, glaube ich, gerade als bessere Flak. Mit was? Mit dem 50 Kill. Das haben ja die Japaner zum Glück auf dem Dach. Oh, das ist ein Skorpion. Du bist sowas zum Tod. Bleib doch stehen, nicht weiterfahren. Alter, die normale Drecksmuni von dem 4.5, die droppt so dermaßen. Oh, und schon wieder, das fehlt mir eine Abschlusshilfe. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Freu dich, dass du noch lebst. Ja, das ist kein schönes Leben. Hä, mit welcher Muni schießt du? Die 39er? Ich hab von dem Ding nur die 3.32 Shot. Halt die Stahlkegel. Die großen Diabolos.
Weil der echte letzte Mist halt die Anfangsstandard-Kack-Muni. Also normalerweise haben die Deutschen mit ihrer Stock-Muni keine Probleme. Die platzt halt nicht. Nee. Halt mal Russen. Nee. Das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Wenn ich War Thunder durchgespielt habe. Durchgespielt? Ja, ist ja bekannt, dass man solche Free-to-Play-Spiele durchspielen kann. Ja, auf jeden Fall. Also, World of Tanks habe ich auch schon längst durch. Ja, damit bin ich auch durch. Ich find's immer so geil, ab und zu hat man mal so einen World of Tank-Fanboy in den Kommentaren. Und wenn die dann wirklich aus vollstem Brustton der Überzeugung schreiben, World of Tanks ist viel realistischer. Du, ich hab... Prinzipiell habe ich nichts gegen World of Tanks. Das ist halt absolut ein Arcade-Spiel. Ja. Es macht auch so 5 Runden im Jahr mal Spaß, aber ansonsten nichts für mich. Ich kann es nicht leiden, wenn solche Spiele einen Lebensbalken haben. Wo ist denn da der Sinn? Ja, gut, ich habe in dem Spiel immer nur die Derbs gespielt und da war völlig egal, Lebensbalken. Die Gegner sind immer geplatzt. Ist da vor mir ein Panzer? Nee. Der Cap ist ziemlich groß, also das sehen wäre schwierig, glaube ich. Na, mal sehen, ob ich noch was abkriege. Ich bin mal gespannt, ob sie mich finden, weil ich stehe auf der Gegnerseite. Komm schon, jetzt gib Gas! Es würde mich mal interessieren, wie das auf Low Graphics hier dieser Bereich aussieht, ob dann alle Büsche weg sind. Ziemlich, ja. Also die Büsche sind dann... Weißt du noch, wie die Büsche früher in PUBG aussahen? Hm. So ungefähr. Nur, dass du halt durchgucken kannst hier im Spiel. Oh, da habe ich was gefunden. Wo? Direkt vor mir, sehr weit weg. Direkt vor mir, sehr weit weg, okay. Ja, in welche Richtung guckst du denn? 300, na, never mind. Dann habe ich mich doch noch hochgearbeitet. For real? Ich habe einen Titanbaum gefunden. Der Kleine. Ich finde das eines der dreckigsten Fahrzeuge im ganzen Spiel. Welches? Die Flak oder die mit den Recoilers? Die mit den Recoilers. Wobei die Flak ist auch nicht ohne. Nö, also mit der Flak kannst du zumindest Side- und Rear-Shots ziemlich gut machen mittlerweile. Das sind Moin. Halt... Wurdest du gerade von hinten beschossen? Nö, ich schieße. Das ist schon wieder nur eine Abschusshilfe, ey. Ich schieße irgendwie immer auf Gegner, die auch im Fokus von anderen Gegnern stehen, was leider dafür spricht, dass die ganz schön scheiße positioniert sind, die Gegner. Ah, da hinten ist Nebel. Ja, ich seh's. Ich fahr mal hin. Mutiger 4-5. Finde es immer so lustig. Wenn Teammitglieder das auch nicht sehen, dass ein Wrack ist und es nicht raucht und die dann draufschießen, fängt es auch ein für einen selber an zu rauchen erst. Ja. Rechts. Da. Richtschütze Turmtrickkranz, kannst du dir schnappen, wenn du magst. Ladeschütze. Oh, bitte sag jetzt nicht, dass da hinter dem Berg noch einer steht. Ich stell mir gerade vor, wie so ein scheiß Polizeisirene über die auf dem Dach. In Pursuit. Guck, guck. Ah, oh, verdammt, der kann wieder schießen. Wie schnell kann der denn reparieren? Naja. Dich hat gerade eine Bombe gerettet. Hast du noch kein Feuerlöschzeug? Nö. Na, Dreck. Habe ich noch nicht so viel in Betrieb gehabt. Warum wohl? Aber wenn ich Glück habe, darf ich jetzt ins Flugzeug. Du hast da hinten aber nichts mehr gesehen, oder?
Ne, da war auch nichts mehr. Laut offiziellen Informationen. Ja gut, es leben noch drei Gegner. Einer sitzt im Flugzeug da hinten. Sehe ich noch irgendwo ein Flugzeug? Da fliegt ein Jet. Noch ein Flugzeug? Ja. Ja, das eine ist ein Jet, das andere ist eine Propellermaschine. Mal gucken, ob der Jet mich gesehen hat und vielleicht netterweise auf mich zufliegt. Wobei, das andere sieht mir auch verdammt. Das fliegt viel zu schnell für eine Propellermaschine. Ja, doch, ist eine P-47. Wann? Hä? Oh, Kacke. Das ist eine Era Cobra, eine Thunderbolt und eine F2D. Ein doppelsitziger Jet. Ah, Kacke, ey. Das ist zum Mäusemelken. Bomben raus. Das ist zum Kotzen. Raus mit dem Mist. Ja. Schieß mich ruhig ab, du Arsch. Boah, ey. Ein Panzer, mit dem er 3-Punkt-Drehung machen muss. P39K. Hat sich irgendwie nach einer ziemlich großen Granate angehört. 37er. Era Cobra. Oh, da schmeiße ich jetzt noch die Uhu hinterher. Da steht ein SA-50, ein israelischer Sherman. Da, wo du gerade geplatzt bist mit deinem 4-5. Was macht der auf dem Battle Rating? Ja, ist halt ein Sherman. Ah, komm schon, ich will noch ankommen. Wo sind die Flugzeuge hin? Ich sehe sie nicht mehr. Hatten alle keine Lust mehr. Irgendwo da. Ah, da. Ah ja, eins hinter B. So, und wo ist hier ein Sherman? Zwischen B und deren Spawn. Ah, verdammt. Ja, okay. Ah. Immerhin, erster im Team. Tja, Leute, geht bei Pulitzer zu gucken. Es hat sich sogar halbwegs hantiert. 8400, immerhin. Ja, war okay. Leider nur ein Raketenkill, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Zuschucken, genau. Zuschucken. Heute ist echt der Wurm drin. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.